Willkommen zurück bei Layers of Fear 2. Ich weiß nicht, ich bin mit der Tonqualität nicht zufrieden. Vielleicht hat mein Mikro aber auch eine, ja, ist auch eingestaubt, keine Ahnung. Ich versuche jetzt die Tonspur nochmal extra aufzunehmen, also nur mit Audacity. Mal gucken, wie sich das in dieser Folge anhört. Sonst muss ich mir vielleicht nochmal Neues kaufen. So, wir gehen jetzt erstmal einfach weiter. Und wir kommen draußen an. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch das zu laut ist. Effekte finde ich ja eigentlich immer ganz gut, wenn die auch laut sind, damit es gruseliger ist auf jeden Fall. Das sieht aber schön aus. Okay, hier geht es gleich wieder rein. Das schaukelt auch ganz schön. Ah. Ist das jetzt auf? Sieht aber auch hier ganz schön wrackig aus. Gucken, an was für ein Teil wir hier jetzt kommen. Okay, hier ist aber wieder hübsch. Hier liegt das ganze Gepäck. Was haben wir denn hier? Eine Zeitung. Yeah, yeah. I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Ihr müsst mir bitte auch nochmal sagen, wenn die Facecam zu groß ist, ne? Ich habe eben schon gedacht, so in OBS sieht's gut aus, aber einmal habe ich vorhin in die Aufnahme geguckt, dachte ich, wow, da seht ihr mein, ja, zu viel von mir. So. Ich habe ja nicht richtig aufgepasst. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Abgeschlossen. Das heißt, wir müssen leider Fahrstuhl fahren. Das tun wir gerne und ich hoffe, aber wir fahren nach oben. Achso, wir müssen natürlich erstmal wieder zumachen, klar. Ist es jetzt zu? Ah. Dann mal auf geht's. Natürlich fahren wir nach unten. Das war sowas von klar. Ja. Super Beleuchtung auch hier. Wieso ist das jetzt abgeschlossen? Was soll das? Weil wir da nicht raus können und noch weiter runterfahren? Oder wie ist das? Aha. So, jetzt sind wir wohl irgendwie im Gepäckraum oder so. Und ich höre wieder nur Flüsterei. All third class passengers this way, please. Oh, ich wollte das mir noch ein. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Warum können wir die eigentlich nicht behalten, die Dinger? Was ist eigentlich unsere Aufgabe hier? Wow. Riecht schon Gänsehaut irgendwie. Das hört sich alles nicht so richtig gut an, muss ich sagen. Erstmal Tür zu machen. Mann, ich glaube, das Wetter wird hier langsam echt immer ungemütlicher. So, was haben wir hier? Seite oben ist abgerissen. Traf der Regisseur die beispiellose Entscheidung, seinen nächsten Film an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu drehen, das den Atlantik überquert. Die Details zum Drehbuch werden zwar geheim gehalten, doch unsere verlässlichen Quellen behaupten, dass unlesbarer Name der Star des Projekts sein wird. Möglicherweise eine logische Wahl, wenn man die fabelhafte Karriere und die Vielzahl der hochgelobten Rollen des Filmstars berücksichtigt. Es scheint, als hätten die kürzlich aufgetauchten Gerüchte über die privaten Probleme des Stars den Regisseur nicht abgeschreckt. Interessant. Die Frage ist, sind das jetzt wir oder stalken wir jetzt hier einfach rum? Hätte ich vielleicht auch wissen können, wenn man die Spielbeschreibung nochmal liest, aber...
Wir kommen auch so klar. Hübsche Klamotten auf jeden Fall. Leider gibt es hier nicht mehr zu gucken, ne? In diesem Raum. Kisten können wir nicht aufmachen. Ich hoffe, wir landen auch... Hier können wir nochmal weiter. Es ist halt auch einfach niemand da, ne? Die Frage ist, wundert uns das? Aber es muss ja irgendwie hier nochmal ein bisschen Besatzung wenigstens geben, oder? Wieder ein kleines Briefchen vom Sicherheitsbüro an den leitenden Sicherheitsbeauftragten. Die neuen Abläufe treten ab kommender Woche in Kraft. Die Firma macht sie persönlich für deren Erhaltung verantwortlich. Bereiten Sie alle Wachen auf ausführliche Anweisungen vor. Wie Sie bestens wissen, gab es in der Vergangenheit bereits Fälle von unerwünschten Personen, die an Bord gelangt sind. Wir müssen sicherstellen, dass das nicht mehr vorkommt. Kurz gesagt, blinde Passagiere werden nicht toleriert. So, dass ihr das auch verstanden habt. Die werden hier auf jeden Fall rausgeschmissen. Ah, wir haben einen Schlüssel. Wofür ist der wohl? Steht nichts dran. Ja, hier tropft es aber auch schon ganz schön runter. Und nochmal einmal Luft holen hier. Dann gucken wir mal, wofür dieser Schlüssel nun ist. Für diese Tür. Okay. Also, so ganz wohl fühle ich mich hier nicht. Es ist alles nicht so richtig. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Mhm. Da ist so ein Gesicht drauf, ne? Sieht so ein bisschen Slenderman-mäßig aus. Finde ich. Okay, ja, vor Ratten habe ich keine Angst. Die kann da so durch, wir leider nicht. Warum ist denn das hier so beleuchtet eigentlich? Was soll das aussagen? Da geht es runter. Wir gucken nochmal hier. Wahrscheinlich wird da aber nichts sein. Genau. Upsala. Dann ab nach unten. Noch ist hier ja auch überall Licht an. Da brauchen wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen. Eine Kiste. Den würde ich gerne mitnehmen, den Hammer. Warum kann ich denn die Kiste aufmachen, wenn ich den Hammer nicht mitnehmen kann? Oha, hier könnte irgendwas passieren. Habe ich das Gefühl. Okay, was haben wir hier? Störgeräusch. Ich sag doch, es passiert hier irgendwas. Jetzt. Notstrom oder was? SOS. Ich kann leider keine Morsezeichen. Steht auch nichts weiter drauf, ne? Die Frage ist, ob ich hier überhaupt wieder raus möchte. Ich komme gerne rein. Aber hier sind auch noch... Oh mein Gott. Was ist denn hier los, ey? Verrückt! Das war die Tür eben, die verschlossen ist eigentlich. Können wir doch so mal ein bisschen die Zimmer hier angucken. Aha! Wir haben einen Dia gefunden. Und eine Errungenschaft erhalten. Die seht ihr nicht, weil meine Facecam davor ist.
Aber ich bin ja auch so ein Trophäen-Junkie, ehrlich gesagt. Hä? Die Tür ist weg. Was soll das denn jetzt? Verrückt. Slenderman. Steht da irgendwas Spannendes? Sonst könnt ihr stoppen und das alles lesen. Ich überfliege das mal eben einmal. Es geht halt wieder um diese Hauptfigur, dessen Name unleserlich ist. Und die Seite ist halt abgerissen. So, hier ist nichts weiteres mehr. Da können wir... Nee. Das war's. Dann müssen wir wohl... Ich wollte auch gar nicht rein. Ich wollte es gerade sagen. Da sind ja noch andere Türen, wo wir erstmal reingucken können. Ja, ist auch abgeschlossen jetzt. Abgeschlossen. Hi. Die wird dann wohl aufgehen. Habe ich eigentlich eine Taschenlampe? Nein. Aber hier ist ja eigentlich auch Licht. Da. Wir gucken erstmal noch hier. Okay, da geht's weiter. Dann ist diese Tür bestimmt abgeschlossen, oder? Muss ja erstmal alles wieder abchecken. Ja. Dann können wir beruhigt in diese Richtung gehen. Mehr oder weniger beruhigt. Gut ist, dass das Spiel auf jeden Fall ständig speichert. Was ist hier los? Steigt so ein komischer Rauch auf. Oder ist das Kälte? Was ist hier schon wieder? Das war ich nicht. Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Bewegt die sich da auch noch von alleine, aber naja, das wird kommen, weil das Schiff sich ja bewegt und dann werde, ist es ja auch klar, dass die Vase nicht ruhig liegen bleibt auf dem Boden. Das sollte uns auf jeden Fall noch keine Angst machen. Warum ist das jetzt schon wieder derselbe Raum? So what if the guy's a little nuts? He's a director. He comes with a job. Yeah. I mean, what's he gonna do? Kill ya? What? Töten? Jetzt geht's los, Leute. Es geht los! So wie wir es auch aus dem ersten Teil kennen. Jetzt ist es wieder der Raum, nur wir kommen von der anderen Seite rein. Es wird etwas düsterer. I think it's all an act. Ist die Vase zerbrochen. Es ist alles eine Aufführung. Wir werden hier verarscht. Ah ja. Was Neues. Na komm, mach auf. Also. Von dem Transatlantic Sicherheitsbüro an alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von dem Hollywood-Film gehört, der an Bord unseres Schiffes gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Also, wir verhalten uns ruhig. Und da gehe ich jetzt nicht rein. Nein, nein, nein. Vielleicht beim nächsten Mal.